Die Krankheitsgeschichte bei den Wollnys findet kein Ende. Die durch RTL 2 bekannte Großfamilie scheint vom Pech verfolgt, besonders wenn es um die Gesundheit geht. Bei den Wollnys ist der Wurm drin. Bereits seit Wochen machen Nachrichten über Silvias Krankheit die Runde. Punkt. Nachdem das Familienoberhaupt alle Termine abgesagt hatte und auch Schwiegersohn Florian mit seiner Gesundheit schwächelte, gibt es auch bei Nesthäkchen Loredana eine Krankheitsbeichte. Loredana Wollny mit Gesundheitsproblemen nach Schönheitseingriff. Die RTL 2 Großfamilie gab im Laufe der Jahre immer wieder Einblicke in die weniger schönen Themen, mit zum Teil heftigen Berichten und Aussagen. Punkt. Gesundheitlich haben sie einiges durchgemacht. Während Estefania Wollny mit den Folgen einer Hirnhautentzündung zu kämpfen hatte, plagte Loredana ein Problem nach einem Schönheitseingriff, wie TV Movie. Der berichtet. Punkt. Nach ihrer Zahnkorrektur, die sie in Istanbul hatte durchführen lassen, berichtete Loredana Wollny ihren Fans, dass sie sich überhaupt nicht fit fühle. Punkt. Der RTL 2 Star flog mit Freund Servet in die türkische Großstadt, um sich ihre Kaulquaste richten zu lassen. Doch danach hatte sie mit unüblichen Problemen zu kämpfen. Die Wollnys-Fans sorgten sich um Loredana nach Zahnkorrektur. Kurz nach ihrem Eingriff beim Zahnarzt klagte der Wollny-Spross über heftige Schmerzen in den Nebenhöhlen. Ich bin momentan ein bisschen inaktiv, weil ich hab die Nase irgendwie komplett zu. Mir tut das hier miese weh alles, erklärte sie ihren Fans auf Instagram. Sofort machten sich die Fans Sorgen, ob bei ihrem Beauty-Eingriff auch wirklich alles gut verlief. Immerhin sind die Nasennebenhöhlen nah an ihren neuen Beißerchen. Doch obwohl Loredana Wollny angeschlagen wirkte, hatten ihre Schmerzen einen unbedenklichen Grund und waren aufgrund einer Erkältung entzündet.